So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute hier am Donnerstag, den 20. Januar 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich einen Blick werfen auf die gestrigen Entwicklungen, die wir ganz besonders wieder im Tech-Bereich gesehen haben. Eigentlich, nachdem so, wie wir den in Anführungsstrichen Case dort formuliert haben, also das Szenario, was skizziert wurde meinerseits schon seit geraumer Zeit, hätten auf den gestrigen kurzen Rücksetzer in US-Zinsen eigentlich die Tech-Aktien stärker anziehen sollen. Dem ist nicht so gewesen. Stattdessen haben wir nochmal die 15.000 Region sogar angelaufen, konnte jetzt gehalten werden. Jetzt mal schauen, ob ein Follow-through stattfindet. Aber grundsätzlich war das ein bisschen ein besorgniserregendes Signal, was da eigentlich gesendet wurde. Denn da scheint sich mehr und mehr so ein, ja, vielleicht auch ein Risk-Off-Tendenz abzuzeichnen, und dass mehr und mehr Marktteilnehmer jeden Bounce in irgendeiner Form, der sich abzeichnet, eher nutzen, eben Positionen verstärkt abzustoßen. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Also Earnings Season steht jetzt an. Heute Abend der erste Gigant nachbörslich, der dort aus dem Tech-Bereich Zahlen vorliegt, aus dem Fangman-Kartell. Also wenn ich Giganten sage, dann meine ich vor allem den Big-Tech-Bereich. Da wird es dann Netflix sein, die Zahlen vorlegen. Eventuell wird das dann so ein bisschen ein Reversal in Anführungsstrichen in den Abend hinein auf den Weg bringen. Auf der Kehrseite, und Netflix jüngst auch ein bisschen stärker unter Druck geraten. Vielleicht ist das auch der Trigger für weitere Abschläge. Tesla hat gestern noch mal die Tausender-Region angelaufen. Jetzt in der Vorbörse können wir uns oberhalb so ein bisschen stabilisieren. Vorgaben aus Asien, auch Europa recht stabil eigentlich. Gut, also da werfen wir auf jeden Fall einen Blick drauf. Natürlich ordnen das mal ein. Ganz besonders interessant allerdings aktuell für mich, wer es in der Discord-Community verfolgt hat, das, was wir natürlich gerade in Gold zu sehen bekommen. Breakout auf der Oberseite. 8,30 wurde gestern überwunden und wir haben diese Ausbruchregion halten können. Das war nicht nur ein Fakeout, sondern es war wirklich ein sauberer Bruch. Wir sind jetzt nicht dynamisch weiter marschiert Richtung gleich 1870, aber wir bekommen aktuell eine Konstellation zu sehen. Wer den Breakout jetzt erstmal abwarten wollte und schauen, ob der nachhaltig ist, der findet jetzt gerade, just genau in diesem Moment, eine sehr, sehr interessante Konstellation, denn wir bauen eine, in Anführungsstrichen, Flagge oberhalb, eine enge Konsolidierung nach dem erfolgten Breakout, und ausgehend davon lässt sich eigentlich, ich denke, CRV-technisch immer noch ein sehr, sehr attraktives Szenario eben für einen kurzfristigen, aber auch vielleicht für einen mittelfristigeren Trade mit Ziel 1900 formulieren, sollte die Fed dann kommende Woche geldpolitisch sich expansiver präsentieren und weiteren Abgabedruck eben in US-Zinsen 10-Jährigen provozieren. Silber hat die 24 zurückerobert, wir hatten es gestern zum Thema gemacht, das war nicht ganz so interessant, also von der charttechnischen Konstellation her. Aber jetzt wird es auf jeden Fall spannend, weil wir diese Abwärtstrendlinie übergeordnet gebrochen haben. Da werfen wir auf jeden Fall einen Blick drauf. Also Edelmetalle gerade super interessant. Auch ja, Minen beispielsweise, Goldminenbetreiber, Barrick Gold beispielsweise, gestern Riesenlauf. Newmont, Barrick Gold hat, glaube ich, 8 oder 9% Aufschläge gesehen, wenn ich das richtig gesehen habe, zurück über 20 Dollar gelaufen. Hat ja jüngst in Folge der Underperformance auch in Gold ebenfalls geblutet, so möchte ich mal sagen. Und auch hier, da war das gestern ein nicht zu unterschätzender Break. Wir brauchen noch ein bisschen Bestätigung auf der Oberseite. Also das heißt, 21 Dollar müssen wir zurückerobern, aber das könnte auch so ein erstes Signal sein, dass wir dort jetzt vielleicht einen schärferen Push auf der Oberseite eben tatsächlich zu sehen bekommen. Also hochinteressante Konstellation, die sich dort ausgehend von den Entwicklungen im Zinsmarkt eben jetzt in Minenbetreibern, Querstrich in Gold, in Edelmetallen generell eben herauskristallisieren. Mal schauen, was wir, wie gesagt, für den Tech-Sektor skizzieren können. DAX bleibt erstmal nur so choppy, aber naja, wir haben andere Märkte. Also, zunächst einmal, wie gewohnt, hier der Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon ist der Handel nicht für jeden Anleger eben geeignet. Man mache sich zunächst mal seinem persönlichen Risikoprofil vertraut und dann lade man sich auf markets.com /de eine kostenlose Demo herunter, wo man dann den Handel risikofrei testen kann, hat dort dann die Möglichkeit eben zu schauen, ob der Handel mit diesen Produkten sich im Einklang eben mit dem persönlichen Risikoprofil darstellt. Wenn man das dann bejaht und sagt, der Handel, das passt für mich, dann hat man dort natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Darüber hinausgehend alle Informationen rund zur Produktpalette über FX- und CFD-Produkte noch hinaus, physische Aktien, ETFs, Multi-Asset Brokerage ist da das Fachwort, für gerne auch E-Mail an Elena schicken für weitere Informationen rund um Markets. Kontaktiert mich gerne hier einmal während des Livestreams mit euren Fragen. Schickt gerne eine Mail, oder nimmt gerne Kontakt auf über Twitter, @JensKlattFX. Nutzt gerne die Möglichkeit über meine Webseite jk-trading.com/forum.
dort in der Trading-Chatbox für jeden Handelstag eure Fragen zu stellen, euch auszutauschen zu den Märkten. Nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Trading-Begeisterten. Discord-Community auch in diesem Zusammenhang. Gestern neben dem Setup in Gold, was wir zum Thema gemacht hatten, schon gestern ankündigend hier eigentlich im Morning-Meeting, aber dann eben auch in den Nachmittag hinein dann so stattgefunden. Auch ein sehr, sehr guter Call gewesen in Bezug auf den Nasdaq und den Abverkauf. Da gab es durchaus ja Möglichkeiten einer Bodenbildung, aber hier haben wir tatsächlich einen sehr, sehr guten Call gesehen. Also es lohnt sich auf jeden Fall dort vorbeizuschauen. Ich werde das gleich auch immer zeigen. Also, das war es dann zum Risikohinweis. Einmal hier dann die MarketsX Handelsplattform. Ich räume hier im Hintergrund ein bisschen auf. Bin ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Es ist jetzt der zweite Start des Morning Meetings. Ich hatte gerade eben ja schon eine Minute angefangen und habe dann hier gesehen, das hakt so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was mit der Internetverbindung ist. Beziehungsweise, nee, das ist falsch. Ich habe schon eine Ahnung, was mit der Internetverbindung ist. Die ist top. Ja, also ich habe gecheckt, habe hier meinen Speedtest gemacht und dergleichen. Ist alles bestens. Ich hoffe, dass das nicht hakt. Scheint irgendwie ein Problem mit der Software zu sein. Also das scheint irgendwie intern hier so ein bisschen hakelig sich darzustellen. Das interessiert tatsächlich nur diejenigen, welchen, die hier tatsächlich aber im Livestream sind. Also diejenigen, welchen, die jetzt hier sich die Aufzeichnung anschauen, die sind davon tatsächlich nicht betroffen. Das nur mal ganz kurz, entschuldige, wie gesagt, bitte, wenn das ein bisschen hakelt. Also das ist keine Absicht oder dergleichen. Das ist einfach nur ein bisschen suboptimal, wie es gerade gestreamt wird. Wir haben es allerdings, oder ich habe es in der Vergangenheit festgestellt, es kann mit zunehmender Dauer des Streams aber plötzlich stabil sein, aus welchen Gründen auch immer, dass das nur mal jetzt so ein kurzes volatiles Umfeld ist, sagen wir mal, in dem wir uns hier befinden. So, hier wird alles gut gestreamt. Soweit steht es auf jeden Fall schon mal fest. Dann gucken wir hier noch mal ganz kurz. Ja, das sieht auch fein aus. Hier die Qualität des Streams ist auch ganz gut. Okay, also das kann ich machen. Tore schreibt gerade, ob ich was zu YouTube von YouTube zu Twitch einstellen könnte. Also hier ist der Twitch-Channel. Ob das da allerdings anders ist, weil es nämlich dieselbe Software ist, über den das, also die Split-Lösung ist, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Also hoffentlich, aber es könnte sein, dass das, wie gesagt, das ein externes Problem ist. Also nicht extern bei mir, sondern extern bei der Software, die ich nutze hier. Ja, blicken wir auf die Märkte. Blicken wir einmal auf den DAX zunächst einmal. Blicken wir hier ganz kurz auf die Konstellation, wie wir vorfinden. Ich hatte heute früh erstmal ein bullisches Bild skizziert gehabt und in dem Zusammenhang die 15.800er Region hier herausgestellt. Hatte in dem Zusammenhang gesagt, dass ein Break höher tatsächlich den Weg in Richtung der 16.000er Region ebnen würde. Denn ein Break aus der Open Range hier oben, das ist der 5-Minuten-Chart, ein Break hier aus dieser Open Range implizierte auch einen Bruch über diese Trendlinie an dieser Stelle, diese übergeordnete Trendlinie auf Stundenbasis. Und in dem Zusammenhang würde den Weg dann ebnen wieder zurück in Richtung der 16.000er Region, beziehungsweise darüber hinaus vielleicht dann Richtung 16.100 und 16.300 Punkte. Ist immer noch eine erstaunlich starke Performance, die der DAX uns hier präsentiert. Also sprich an etwas anderer Stelle, das ist im Vergleich zum Beispiel besonders zum Tech-Bereich, der logischerweise stärker positiv korreliert ist oder negativ korreliert, so rumgesprochen, zu US-Zinsen, ist das hier eine wirklich weiterhin passable Vorstellung. Also, dass wir noch keinen weiteren Abgabedruck gesehen haben und zunehmend restriktive geldpolitische, eine restriktive geldpolitische Haltung seitens der Fed beginnen einzupreisen, die sich dann auch entsprechend in den Kursentwicklungen dieser diversen Tech-Giganten widerspiegeln. Es ist so, dass früher oder später ein Bounce auf jeden Fall stattfindet und der könnte dann sogar eine Outperformance im Hinblick auf den DAX eben nach sich ziehen. Aber solange wir eben diesen Breakout nicht zu sehen bekommen hier, über diese Trendlinie, ist das eher ein choppiges Treiben seitwärts, welches wir hier zu sehen bekommen. Auch wenn, wie gesagt, hier die Impulse auf der Unterseite zunehmend Momentum verlieren. Also wir haben gestern eben zunächst einmal diesen Flush gesehen, der sofort aggressiv zurückgekauft worden ist. Rollten dann ein wenig über, also konnten die 15,9 und damit die Trendlinie nicht zurückerobern im US-Handel. Dafür waren einfach die Impulse hier seitens der US-Märkte zu schwach. Rollten hier ein bisschen über, haben jetzt einen nächsten Versuch gestartet, rollten über. Ich will mal soweit sagen, wenn wir rund gesprochen die 15.700er Region halten können und danach schaut es ja derzeit aus, dann ist das ein erstes Signal, dass offensichtlich weiterer Abgabedruck erstmal nicht erwartet werden sollte. Kommt es jetzt zu einer Rückeroberung und zu einem Rücklauf in Richtung hier der Open Range und beziehungsweise Rückeroberung des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, halten oberhalb,
dann wäre das ein erstes Signal, dass dann nochmal im Nachmittag dann mit den US-Märkten eine entsprechende Attacke auf der Oberseite anstehen könnte. Vorausgesetzt natürlich, dass dann auf dieses Überrollen und den jetzt eher sich austoppend präsentierenden US-Zins kein weiterer Abgabedruck, besonders in US-Tech-Aktien, dann auf den Weg gebracht wird. Das sollte man übrigens, jetzt wird man vielleicht, das ist mir dann gestern auch irgendwann mal aufgefallen. Ich dachte im Laufe des Tages, besonders beim Erstellen der Analyse für den heutigen Tag zum Beispiel, mein kontinuierliches Verweisen auf den Nasdaq, das ist vielleicht nicht ganz klar, warum ich auf den Nasdaq ganz besonders verweise, weil der ein oder andere würde mich sagen, naja, der DAX, ist der denn so tech-lastig? Also ist das wirklich dann so aussagekräftig, auf den Nasdaq zu gucken? Sollten wir uns nicht hier wirklich den S&P 500 beispielsweise anschauen? Ich glaube, dass das durchaus Sinn macht im aktuellen Kontext. Einerseits, zum einen, weil der Bias ganz klar wesentlich von den Zinsentwicklungen derzeit beeinflusst wird. Zum anderen, weil im Nasdaq natürlich auch die Tech-Giganten, die einfach ausgehend von ihrer Marktkapitalisierung, die massiv seit den Corona-Tiefs in Anführungsstrichen seit März 20 sich vervielfacht haben. Zwischenzeitlich ist Apple jetzt auf eine Marktkapitalisierung von fast 3 Billionen, zeitnah sogar, nicht zeitnah, sondern vor kurzem über 3 Billionen US-Dollar gelaufen. Wir haben Google in dem Zusammenhang, wir haben Microsoft in diesem Zusammenhang. Die drei Unternehmen alleine, wenn ich es jetzt mal so über den Daumen peile, müssten eine Marktkapitalisierung gemeinsam schon von 6 Billionen US-Dollar haben. Nur um es mal zahlentechnisch einzuordnen, also die Wirtschaftsleistung von Deutschland und Italien, dieser zwei Volkswirtschaften der Eurozone in 2018, 2019, glaube ich, war es zusammen. Da lag die Wirtschaftsleistung dieser beiden Volkswirtschaften bei 6,1 Billionen. Also nur, dass man mal eine Einordnung hat. Und natürlich, wenn du dann diese Schwankungen im Tech-Bereich siehst und diese Rücksetzer, dann hast du ausgehend hiervon eben das ja, Problem, diese Konzentration auf den Tech-Bereich, das Problem, dass eben sobald es hier Schwierigkeiten gibt, das auch eigentlich auf dem breiten Markt durchschlägt und sich dann eben im Nasdaq nochmal vervielfacht zeigt, weil da eben auch viele Unternehmen gelistet sind, die sowieso schon seit geraumer Zeit jetzt ausgehend von ihren massiven Aufschlägen und diesen massiven Wachstumsausblicken scharfe Korrekturen sehen. Aber eben auch die Big Tech Names, die eben entsprechend dann eine topische Struktur zeigen, was sich dann auch im breiten Markt widerspiegelt. Und ausgehend hiervon ist, wie gesagt, die Performance, die uns der DAX produziert, einfach oder präsentiert, einfach attraktiv. Also das ist wirklich solide, was der uns hier hinlegt. Deswegen ist irgendwie gefühlt, könnte da früher oder später ein Break höher stattfinden, ganz besonders, wenn sich eben der Tech-Bereich beginnt, so ein bisschen stabiler zu präsentieren. So, in dem Zusammenhang, wie gesagt, einmal hier der Blick auf den S&P, auf den S&P, Verzeihung. Auf den Nasdaq zunächst, dann blicken wir auch auf den S&P. Das sieht natürlich alles andere als optimal aus, ne? Wenn wir uns hier mal anschauen, dass wir jetzt aus dem Aufwärtstrendkanal ganz klar ausgebrochen sind. Vor dem Hintergrund des aber sich immer weiter deutlich eintrübenden Bias, des Sentiments ganz generell, ist das halt mittlerweile extrem, was zumindest kurzfristig eine Gegenbewegung implizieren dürfte. Das heißt jetzt nicht, dass die Gegenbewegung sofort folgerichtig hier wie so ein V sich abzeichnet und wir auf neue Allzeithochs vorstoßen. Dafür ist das globale makroökonomische Bild nicht gegeben. Vielleicht liefert die Fed nächste Woche ganz überraschend genau da in die Richtung Impulse, sagt, macht euch mal keine Sorgen, sofern sich die Volatilität hier weiter darstellt oder erhöht präsentiert, die wir im Aktienbereich sehen. Und wir reden ja an der Stelle maximal aktuell von einer Korrektur hier von 10%. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie Bärmarkt-Territorium oder dergleichen. Wir haben eine 10%ige Korrektur im breiten Markt zu sehen bekommen, die einfach zeigt, gesund mal durchatmen nach diesem in Anführungsstrichen aberwitzigen Lauf dieser Vervielfachung des breiten Marktes hier. Das ist mehr als Verdoppelung, ja, von 7.000 Punkten sogar darunter, 6.700 Punkten hier die Corona-Tiefs. Und von dort haben wir uns dann eben ab März 20 hier innerhalb von noch nicht mal 2 Jahren haben wir uns hier bis November, Ende November, bis dann Omikron und dergleichen kam und diese Konsolidierung einsetzte, haben wir eben Aufschläge gesehen bis fast 17.000 Punkte. Also das ist verdoppelt 17.000 und dann nochmal, also es sind knapp 150% roundabout, also nochmal 50% obendrauf. Und dass es jetzt mal zu einem Rücksetzer von 10% kommt, nach solch einem stark bullischen Lauf, das ist nachvollziehbar. Natürlich nicht optimal für die Bullen, dass wir diesen Aufwärtstrendkanal nach unten verlassen haben, aber wir konnten zumindest im ersten Anlauf jetzt diese 200-Tage-Linie halten. Und selbst wenn die kurz überschossen würde und wir hier Abgabedruck sehen, dann finden wir im Bereich so 14.700 roundabout, also die Re Region um die Oktober-Tiefs, finden wir auf jeden Fall einen soliden Support. Wenn dann
auch diese Dämme brechen würden, dann würden wir natürlich schon in etwas breitere Korrekturgefilde und vielleicht dann würde auch der Bias beginnen, sich dramatischer einzutrüben. Könnte es durchaus sein, dass wir ein bisschen Gefilde um hier diese April-Hochs von 2021 laufen. Das ist der Bereich um 14.000 Punkte. Aber so weit ist es bis dato eben tatsächlich noch nicht. Bis hierhin gelang es gestern nicht. Jetzt zurückkommt auf den kurzfristigen Handel der Erinnerungskunst da dran. Ich hatte gesagt, das war, ich gucke mal kurz aufs Datum. 20., also der 19. Ich hatte hier in diesem Zusammenhang gesagt, was wir brauchen, ist eine Rückeroberung der 15.500, dann möglichst vielleicht sogar ein Schlussverfall von 15.600 und dann könnte man sagen, wir sind in die Range zurückgelaufen und die kurzfristige Bearishness ist jetzt ad acta zu legen. Die Chance war da, Stichwort Zins und das Überrollen des US-Zinses 10-jähriger Laufzeit. Aber die Chance wurde in Anführungsstrichen vertan. Es gab eben hier dann recht zügig zur US-Markteröffnung eigentlich, kann man das hier erkennen. Das ist der 5-Minuten-Chart. Kam es ab 15.30 Uhr eigentlich, ging 15.73 Uhr sofort zur Abgabedruck. Hier dann so ein leichtes, in Anführungsstrichen, Reversal zurück über die 15.300 und dann auf neue Tagestiefs gebrochen. Und nicht nur auf neue Tagestiefs gebrochen, sondern, und jetzt sehen wir es hier, also da ist diese gestrichelte Linie hier oben rechts, mal schauen, da ist der Schlusskurs. Und wir sehen, dieser Schlusskurs im Bereich der Tagestiefs unterhalb der Tiefs von letzter Woche Montag und unterhalb der Tiefs auch, die wir schon am 18., also das heißt vorgestern, am Dienstag markiert haben, das ist kein positives Signal. Also das ist tatsächlich aus rein charttechnischer Perspektive ist das mega schwach eigentlich, solch ein Schluss tatsächlich. Und aktuell können wir uns infolge der Korrekturbewegung hier im asiatischen Handel, möglicherweise begünstigt durch einen geldpolitisch lockereren Kurs seitens der chinesischen Notenbank, ich will das mal ganz kurz hier zeigen, wenn wir auf, das ist heute früh auch auf diversen anderen Portalen gelaufen, aber Trading Economics, oh, Verzeihung, jetzt muss ich ganz kurz, ja, doch, ist aber noch da. Das läuft nämlich immer up to date dann entsprechend, aber hier sieht man China cuts again, 1-Year-LPR trims 5-Year-LPR. Und da ist dann Lending, also dieses LPR ist das, sind die Lending Rates. Das heißt also Geld, zu welchem Kurs das rausgegeben wird an beispielsweise Dienstleister, Finanzdienstleister und dergleichen Banken, zu welchem Zins eben entsprechend diese Geld rausgeben können. Und Cut hier bedeutet, dass das billiger eben gemacht wird. Nicht, dass es jetzt einen Unterschied machen würde vor dem Hintergrund dieses geldpolitischen Exzesses, den wir auch in China schon seit Jahren sehen. Aber nichtsdestotrotz, dieser geldpolitisch lockere Kurs zeigt, man ist willens, zumindest seitens hier, der Chinesen offensichtlich gegenzusteuern. Wobei natürlich jetzt so ein bisschen natürlich auch die Frage aufkommt, wer könnte da als nächster dann beispielsweise Immobiliensegment kippen, Stichwort Evergrande und dergleichen. Also das schwingt immer so ein bisschen dann gleich mit, wo man solch einen Schritt eher, naja, eher auch mit Negativen konnotieren könnte und davon ausgehen könnte, dass das vielleicht Abgabedruck nach sich zieht. Aber die Märkte, die nutzen das zumindest aktuell, bezogen wie gesagt auf den Nasdaq und dann auf den asiatischen Markt, besonders Nikkei, positive Vorgaben. Der DAX auch leicht im Plus, also hat wie gesagt so ein bisschen Schwierigkeiten, wäre noch mal Vielfaches grüner in Anführungsstrichen, wenn wir die 15.900 und diese Trendlinie rausnehmen. Aber aktuell zumindest mal sind wir in der Lage, uns oberhalb zumindest dieser Tiefs hier von gestern zu stabilisieren. Aber wir sind noch weit lange davon entfernt, hier über dem Berg zu sein. Sprich, das Risiko besteht, dass wir dieses Momentum, oder Momentum, ja, also diese Gegenbewegung, die jetzt hier gerade durch ASEAN getragen wird, dass wir diese nicht in der Lage sind zu verteidigen. Wir haben auch gestern einiges an Vorschusslorbeeren in Anführungsstrichen durch den europäischen Handel hier gesehen. Wir erinnern uns dran, ich hatte das zum Thema gemacht. Das waren eigentlich gute Vorgaben und die Chance einer Rückeroberung der 15.500er Region, die war realistisch gegeben. Wir haben aber sofort vom Opening weg sofort wieder den Verkaufsknopf gedrückt gesehen und haben entsprechend bärisches Momentum aufgenommen. Und dieses Risiko besteht auch heute. Und wie gesagt, mit Bruch hier unter die 15.000 wäre dann auch nochmal so ein Flashout-Moment zu erwarten, weil das eben eine psychologisch relevante Region ist, in deren Mittelpunkt dann hier die 14.700 bzw. 14.800er Region so roundabout laufen würde. Also der Bereich um die Oktober-Tiefs aus 21 an der Stelle. So, das also zum Nasdaq. Also der muss sich beweisen. Ganz kurz, nochmal ganz konkret. Unterhalb von 15.000, in Anführungsstrichen gar nicht gut. Dann haben wir weiteres Abschlagspotenzial, 300, 400 Punkte, was auch den DAX deutlicher nochmal unter Druck bringen könnte. Wobei der sich immer noch sehr, sehr stabil hält. Sollte es auf der Kehrseite gelingen, hier diese Hochs von gestern, in Anführungsstrichen, ja, Hochs von gestern kann man sie schon nennen, hier kurz vor der US-Eröffnung um 15.400 zurückzuerobern. Dafür müssen allerdings noch einige
Da muss noch ein bisschen was aus dem Weg geräumt werden. Aber sollte das gelingen, könnte das der Door-Opener sein, also der Türöffner dafür, dass wir eben über 15.500 schließen und wir dann wieder in diesen neutralen Modus übergehen. Also dass dieses kurzfristig, nennen wir es mal, bärische Gespenst eben erstmal wieder in der Flasche verschwindet. So kann man es vielleicht ein bisschen bildlich aussprechen, was dann auch zeitgleich korrespondieren dürfte mit einem Rücklauf des DAX in Richtung der 16.000er-Region. S&P hat ebenfalls Abgabedruck gesehen, weil Marktkapitalisierung der Tech-Giganten eben, deswegen nicht zu unterschätzen. Auch da laufen wir jetzt in den Schlüsselbereich. 4.500 Punkte, erinnern wir uns dran, das waren die Dezember-Tiefs, das waren so, ich nenne es jetzt mal die Omikron-Tiefs. Damals, als diese Sorgen aufkeimten rund um dann oder zwischen Thanksgiving, Black Friday in diesem Zeitfenster, da sahen wir eben hier dieses nochmal schärferes Einknicken und genau diese Tiefs laufen wir jetzt nochmal an. Schlüsselbereich deswegen, weil sollten wir den Bereich brechen, ist zwar noch nicht aller Tage Abend, aber es wäre auch hier der Türöffner nochmal für weitere Abschläge. Ziel mindestens 200-Tage-Linie. Könnte sein, dass es der erste Fall sogar unter die 200-Tage-Linie wäre. Schluss vielleicht sogar unterhalb der 200-Tage-Linie seit März 20. Corona-Pandemie, Breakout und entsprechend eben Turbulenzen am Markt. So ein bisschen abzuwarten, wenn so etwas stattfindet. Das muss erstmal stattfinden, aber das ist natürlich deswegen besorgniserregend, weil in dem Zusammenhang natürlich dann eventuell auch Emotionen getriggert werden, die vielleicht sagen, um Gottes Willen, vielleicht ist das alles doch nicht so sauber und positiv, besonders im Hinblick auf den restriktiven geldpolitischen Kurs seitens der Fed. Also ich glaube, die Marktpsychologie, die fängt an, jetzt eine ganz, ganz wesentliche Rolle tatsächlich zu spielen. Da besteht also durchaus das Risiko, dass mit einem solchen Break hier und einem dann auch einer Attacke auf die 200-Tage-Linie vielleicht sogar noch weiterer Abgabedruck auf den Weg gebracht wird. Aber dafür müssen wir erstmal diesen Break zu sehen bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass besonders jetzt nach dieser jüngsten Korrekturbewegung, die wir eingeleitet haben, in Anbetracht auch der anstehenden Earnings Season, vielleicht der ein oder andere Marktteilnehmer sagten, sind vielleicht attraktive Niveaus, CAV-technisch, positive Earnings eventuell. Wir sehen ein kontinuierliches Back to Normal, welches jetzt einsetzt. Also wir in Deutschland kriegen das nicht mit. German Angst ist da, glaube ich, so der Begriff. Alle anderen Länder, gefühlt jedenfalls, bewegen sich mehr und mehr in Richtung eines Normals zurück. Großbritannien ist jetzt dabei, alle Restriktionen, soweit ich es gesehen habe, fallen zu lassen. Das ist relativ zügig oder zeitnah, nachdem diese, ich nenne es jetzt mal Omikron-Welle gebrochen ist. Dass auch diese beispielsweise, ich finde, sehr fragwürdigen Diskussionen hier hinsichtlich einer Impfpflicht beispielsweise zum Erliegen kommen, dass sich das maximal wohl auf Bereiche des Gesundheitswesens konzentrieren soll. Auch dazu, auch das kann man sicherlich sehr kritisch beugen, sollte man kritisch beugen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein deutliches Zurückrudern gefühlt, irgendwie auch in der Harshness der Rhetorik, die da gewählt wird. Da wird sogar seitens Boris Johnson jetzt thematisiert, die Maskenpflicht fallen zu lassen. Man muss immer so ein bisschen, glaube ich, vorsichtig sein, was da vielleicht der Vater des Gedankens oder die Mutter des Gedankens, je nachdem. Denn Boris Johnson sieht ja durch seine Partys, in Anführungsstrichen, die er da während des Lockdowns 20 gefeiert hat, Bring Your Own Booze, das war ja so dieser Schlagwort, wo er dachte, das wäre eine berufliche Angelegenheit. Steht er ja durchaus politisch mit so ein bisschen im Rücken zur Wand, zumindest ist das der Eindruck. Und dadurch holt er sich natürlich jetzt allerdings vor dem Hintergrund auch das, vielleicht erkennst, dass die Stimmung zu kippen scheint, auch in der Bevölkerung generell, scheint er sich so ein bisschen vielleicht auch Rückenwind seitens der Bevölkerung zu höhlen. Deswegen ist das so ein bisschen immer mit Vorsicht zu genießen. Ich habe auch von anderen Ländern gelesen, Stichwort also Corona-Pass, dieser grüne Pass und dergleichen, und die damit einhergehende potenzielle Spaltung der Gesellschaft, beziehungsweise das sich zurück verdienen von Grundrechten, die man sich eigentlich nicht verdienen muss. Stichwort also Corona-Pass, grüner Pass und dergleichen ist zum Beispiel auch ein Thema, was ad acta gelegt werden soll in Israel zum Beispiel. Ich habe jetzt heute früh eine Deadline gelesen, das war schon gestern Abend, dass Tschechien beispielsweise in letzter Minute wohl von dem Verabschieden einer Impfpflicht abkehrt. Wir haben bis jetzt das noch nicht auf breiter europäischer Front gesehen. Also Deutschland hält an seinen Restriktionen fest. Ich meine, klar, wer einen Gesundheitsminister hat, der Angst vor Salz hat, dann braucht man sich ja nicht wundern. Aber auch im Hinblick beispielsweise auf Frankreich, das ist ein sehr, sehr restriktiver Corona-Kurs, der immer noch gefahren wird. Auch Italien, auch Österreich in dem Zusammenhang. Aber nichtsdestotrotz, eventuell könnte das früher oder später kippen und wir dann diesen Back-to-Normal-Modus einfach schlichtweg einschlagen, der natürlich dann nochmal potenziell kurstreibend
zumindest kurzfristig mindestens an, müssen wir mal schauen, wie sich die Situation darstellt, aber eventuell in der Lage ist, dieses Gespenst eines geldpolitisch restriktiveren Kurses eben zu vertreiben, sofern es überhaupt aus der Flasche gelassen wird. Also es ist aus der Flasche gefühlt, aber nichtsdestotrotz hat die Fed natürlich jetzt durch die jüngsten Entwicklungen einen Eindruck davon, was an Hawkishness möglich ist, was man an Korrekturpotenzial dadurch freisetzt im Markt. Und hat natürlich jetzt auch die Möglichkeit, eventuell schon wieder ein bisschen zurückzurudern, weil man vielleicht dann auch den Blick wirft, beispielsweise auf die jüngsten Zahlen vom Arbeitsmarkt, beziehungsweise im Hinblick eben beispielsweise auf die Einzelhandelsumsätze, enttäuschende Zahlen. Und das alles in Kombination vielleicht dazu führt, dass man hier rhetorisch zumindest so ein bisschen auf die Bremse tritt und demnach diese Spekulation von vier Zinsanhebungen in 2022, die derzeit sich im Fed-Watchstuhl zeigen, so ein bisschen abrückt. Was tatsächlich stark bullisch treibend wäre und eine Verteidigung dieser unteren Region hier 4.500 Punkte nach sich ziehen würde. Ob das reicht, einen Impuls zu liefern, der dann in einigen Wochen zu neuen Allzeithochs wird, bliebe natürlich abzuwarten, aber es wäre zumindest mal gut hier oder realistisch zu erwarten, dass es dann einen schärferen Bounce gegen diese Region um 4.500 Punkte eben tatsächlich gäbe. Wenn wir schon bei Zinsen sind, dann ist natürlich hier ein Blick auf Gold essentiell nach dem gestrigen Breakout, der stattgefunden hat. Kann man es schon erkennen? Ich gehe mal ganz kurz übrigens in die Chatbox. Kurz noch einen Blick. Ja, ganz gut. Der ist gut. Der ist gut. Ja. Mutante schreibt gerade, wahrscheinlich laufen auf Jens Rechner wieder enorme Bitcoin-Miner, sodass für uns nichts mehr übrig bleibt. Ja, der ist gut. Der ist wirklich gut. Ja, also es hakt immer noch, ja. Also ich sehe es auch hier so ein bisschen in OBS eben. Was ich immer in dem Zusammenhang nutze, was ich hier in der Vergangenheit halt festgestellt habe, wenn es so gehakt hat, aber es hakt nicht so, wie es haken müsste, damit sich das hier auch in meinem Speedtester da bemerkbar macht. Also ich habe hier nämlich so ein Smartphone Speedtester einfach im Hinblick auf die Bandbreite, auf das, was gerade an Download und Upload hier zur Verfügung steht. Und der Download ist ein bisschen hakelig. In Anführungsstrichen, ein bisschen hakelig bedeutet, ich sollte eigentlich 50 MBPS haben hier. Habe jetzt hier aktuell 25. Aber was für uns hier relevant ist im Stream, ist eben der Upload. Der hakt zwar auch ein bisschen, aber der konsolidiert, oder der ist im Bereich um 10, also so das, was ich auch haben sollte. Also das bedeutet etwas anders formuliert, es liegt hier nicht an der Upload-Geschwindigkeit, die ich habe, die für das Streaming eben essentiell ist. Und das merke ich eben auch daran, wenn ich jetzt hier unten eben die Anzeige bekomme, wie es bei OBS gestreamt wird. Normalerweise liegt die bei 2700, 2800 und jetzt schwankt die ganze Zeit zwischen 1000 bis 2000. Also irgendwo zwischen ein bis zwei Drittel dessen, was ich normalerweise hier eben tatsächlich anliegen habe. Und das zeigt mir, dass das auch nicht irgendwas mit der Internetverbindung zu tun hat. Also ich will es nicht beschwören, ja, das ist Berlin. Hier gilt überall 2G, nur im Internet, da haben wir 1G. Aber nichtsdestotrotz also ich glaube, das hat eher hier was mit der Software zu tun, als mit dem Internet. Deswegen, ich schau mal, vielleicht, weiß nicht, einfach mal durchpusten, einfach stechen, einfach mal Stecker ziehen, wieder reinstecken. Irgendwie sowas werde ich das mal ausprobieren. Aber. Ja, also es bis jetzt jedenfalls hat sich noch nicht verbessert. Gold, Zinsen und Flagge, die sich ausbildet. Also gestern war es schlussendlich soweit. Ohne externen Trigger, das hatte ich ja gesagt, es wäre wünschenswert, aber nichtsdestotrotz ist das durchaus auch denkbar, dass solch ein Break vorher stattfindet. Und wir haben gestern dann ab 15 Uhr Markteröffnung US-Märkte, eigentlich ja, 15:30 Uhr war es, Ende dessen 16 Uhr, da kam es dann zu dem Break höher eben tatsächlich hier über das wichtige Widerstandsniveau, welches sich jüngst ausgebildet hat, 15.828, 829. Und was ich viel interessanter finde, also dieser Bruch, der war durchaus erwartbar, denn er war deswegen erwartbar, weil wir zeitgleich ein Überrollen im US-Zins zu sehen bekommen haben. Und zwar hier. Ich zeige das mal ganz kurz. Das ist jetzt der Tageschart. Wenn wir mal einen 5-Minuten-Chart. Und da kann man das dann relativ gut erkennen. Moment, 19. Hier, da. Da gab es dann plötzlich dieses Überrollen. 1,87%. Also es zeigte sich schon so leicht toppisch. Das machte sich dann auch in dem europäischen Handel bemerkbar. Und dann gab es eben diesen deutlichen Drop hier auf der Unterseite, der eben in Verbindung mit der relativen Stärke, die Gold jüngst gezeigt hat, als wir diese Aufschläge gesehen haben hier,
Und dieses Laufen im Grunde genommen in Richtung dieser 1,9%-Marke, sieht man hier gar nicht so gut. Moment mal, immer 30 Minuten. Und das schon seit Jahresbeginn, also Ende eigentlich Dezember, da notierten wir hier, man schaut mal, also wir sind bei 1,36% sind wir gestartet. Das war am 20. Dezember, das war im Anschluss an die Fed, als sie verkündete, dass sie ihre Anleiheaufkäufe doppelt so hoch reduziert wie ursprünglich geplant, statt 30 statt 20, 15 Milliarden US-Dollar. Infolgedessen dann auch dann durch den Dotplot und die Kommunikation plötzlich eingepreist wurde, dass mehr Zinsanhebungen als vom Markt erwartet, vielleicht sogar eben tatsächlich möglich würden. Also drei, vier Zinsanhebungen, vielleicht sogar in 22. Und wir haben dennoch mit 4 Tagen Verzögerung, also die zwar am 16.12., haben wir hier um 1,35% eben tatsächlich auf 10 Jahre notiert im Tief und haben dann nunmehr jetzt, einen Monat später, groß markiert hier um 60 Basispunkte höher. Also das ist eine dramatische Entwicklung. Das ist ein Riesenmarkt. Das ist einer der meistgehandelten Anleihemärkte, Futures in diesem Zusammenhang. Und deswegen sollte diese Bewegung nicht unterschätzt werden, dass sich Gold in diesem Zeitraum so solide präsentiert hat, weil ja zeitgleich die Inflationserwartung sich nur auf hohem Niveau konsolidiert hat, aber nicht deutlich angestiegen ist. Dadurch die Realverzinsung weniger negativ geworden ist, die ja wiederum dann das Zünglein an der Waage für die Goldperformance ist. Das hatte schon angedeutet, dass da vielleicht früher oder später ein Break höher tatsächlich stattfinden könnte. Und der war dann gestern eben, wurde auf den Weg gebracht. Wir haben uns rangepirscht an diesen Bereich, dann rollten die Zinsen über und dann kam der Break zustande. Problem bei der ganzen Sache ist allerdings, und das hatte ich gestern ja auch im Morning Meeting gesagt, Problem dabei ist allerdings, das kann natürlich eine kurzfristige technische Reaktion sein, die sich hier in Zinsen zeigt, also ausgehend von dieser sehr, sehr starken Aufwärtsbewegung. Nur, dass wir eben dann allerdings durch ein solches Überrollen nur in eine kurze Korrektur gehen, um dann anschließend wieder die höhere Hochs anzulaufen. Was im Umkehrschluss auf Gold bedeutet, das könnte durchaus hier ein Fehlausbruch eben tatsächlich sein. Also, dann müssen wir jetzt schrittweise uns ranarbeiten, denn der eigentlich fundamentale Trigger, das Hauptevent eigentlich, welches dann für Gold weitere Bullishness auch freisetzen könnte, wäre erst die Fed nächste Woche. Und demnach gilt es dann an der Stelle jetzt erstmal zu schauen, ist das ein nachhaltiger Bruch, ja oder nein? Und ich würde jetzt sagen, ja, es ist definitiv. Und ja, es lässt sich auch jetzt ganz besonders, wer den direkten Break hier nicht long getradet hat, es lässt sich auch jetzt ein entsprechendes Setup eben tatsächlich formulieren, ausgehend von welchem wir auf weitere Bullishness setzen. Denn das Konsolidieren hier und das Respektieren eines höheren Bewertungsniveaus, das ist eigentlich ein bullisches, klar, also meiner Einschätzung nach klar bullisches Signal. Und ist eigentlich auch potenziell dann ein Indiz dafür, dass mindestens nochmal ein Test der 1870 anstehen dürfte, eventueller sogar ein Bruch höher, vielleicht sogar in die 1900 relativ zügig angelaufen wird. Und ja, das Setup ist tatsächlich relativ unspektakulär an dieser Stelle. Was wir nämlich machen, ist. Wir haben hier unten jetzt eine Orientierung. Das ist so der Bereich ziemlich genau eigentlich. Mal gucken. Hier ziehen wir es mal hin. So, das ist die Region 839, 838 eventuell, also im Bereich 839, 839, 838, in dem wir gerade eben tatsächlich handeln. Was wir jetzt sehen wollen, ist einfach, dass wir einen Close erneut über 839 zu sehen bekommen. Hier. Das wäre dann für mich so ein erste Teilposition, sage ich mal, die ich eingehen würde. Um den Durchschnittspreis grundsätzlich zu optimieren, gegen das untere Ende solch einer Konsolidierung mich long zu positionieren. Und hoch wäre dann, also hier würde ich den ersten Teil reinnehmen. Ich sage mir es mal einfach ein Drittel der Position, eineinhalb vielleicht. Ich nehme die Hälfte der Position, die ich ursprünglich plane. Angenommen 4 Kontrakte, würde ich jetzt hier 2 kaufen gegen den unteren Bereich. Wenn wir oberhalb von 8,39 schließen und uns auch halten können, würde dann mit Bruch über die 8,44 würde dann die nächste Hälfte eben dazu nehmen. Oh, Verzeihung, das war jetzt ein bisschen suboptimal. So, würde jetzt hier nochmal die Hälfte dazu nehmen, würde dann komplett auf die Position aufstocken. Und der Stop der Position, der läge knapp unterhalb dann an der Stelle hier allerspätestens der Ausbruchregion. Das wäre der Bereich so ungefähr um 8,28 Pi mal Daumen. Wenn wir so vorgehen in diesem Bereich, dann haben wir einen Durchschnittspreis von, sagen wir mal, 8,42 Pi mal Daumen für eine Position. Ja, 8,42. Wenn wir dann mit einem Risiko arbeiten hier von, das ist das R, von 8,28, haben wir 14 Dollar Risiko ungehebelt. Und auf der Oberseite
würden wir aus solch einer Konsolidierung zunächst einmal einen vielleicht Momentum-Scalp, so würde ich das vielleicht bezeichnen, nehmen, der auf die 8,70 ungefähr abzielt. Also das heißt, mit Bruch oberhalb, vielleicht auch 8,75 sogar. Guck mal ganz kurz, haben wir den hier ungefähr, den Bereich da oben? Ja, so 8,72. Sind wir ein bisschen großzügig, nehmen wir mal die 8,75. Also 8,75 und daraus ergibt sich dann eine Chance, ein C hier von mindestens, man sieht es, $33, was dann CAV schon nach sich zieht von roundabout 2,5 zu 1 und das ist nur für den Momentum-Lot, den ich nehme. Also Momentum-Lot bedeutet ja an der Stelle, wenn ich jetzt eineinhalb und eineinhalb hier aufsetze, dann würde ich eben tatsächlich die Hälfte der Position gegen die 75 rausnehmen und würde den Rest dann allerdings halten mit dem Ziel, dass es durch die Fed vielleicht, also das ist ein Swing Trade vielleicht, so eine Art, dass ich dann für die nächsten Tage eine Position eben halte, dass ich auf die 1900 gehe, vielleicht sogar auf den Break höher an der Stelle. Also vielleicht würde ich rausskalieren, würde dann, sofern es keine Konsolidierung gibt beispielsweise, die sich herauskristallisiert, sondern wir straight away in einem Zug nach oben ziehen und dadurch natürlich dann wiederum sehr, sehr überdehnt wären, würde ich wahrscheinlich dann nochmal eine Hälfte der verbliebenen Hälfte, in dem Fall also ein Viertel der Gesamtposition, die ich ursprünglich aufgebaut habe, gegen die 900 rausnehmen und den Rest würde ich einfach stehen lassen. Ja, schauen wir einfach, wie weit uns dann die Füße tragen. Und das wäre jetzt ausgehend von diesem Breakout und dieser Konsolidierung hier auf hohem Niveau. Das wäre jetzt so mein Setup, was ich jetzt hier aus diesem Halten oberhalb der Ausbruchregion eben tatsächlich formulieren würde. Und ja, das, also soweit eigentlich zu Gold. Also mehr gibt es da meinerseits tatsächlich nicht viel zu sagen. Wie gesagt, ich würde ganz aggressiv hier gegen das untere Ende der Range, würde ich die 8,39 halten oberhalb, würde ich als erste eine kleine Teilposition nehmen, hinzunehmen mit Break auf höhere Hochs, würde dann mit einem Bruch und hoffentlich ähnlichem Momentum, wie wir es gestern aufgenommen haben, eben tatsächlich Momentum Richtung 8,75 erwarten. Da würde ich die erste Hälfte rausnehmen, das wäre so ein Momentum-Move, den ich da nehmen würde und würde dann auf die 1900 eben nochmal einen Teil rausnehmen und den Rest komplett stehen lassen. So würde ich das aktuell hier derzeit mit diesem Bruch höher tatsächlich in Gold handeln. Jetzt natürlich die Frage, die sich stellen dürfte, ist, welche fundamentalen Trigger haben wir hier? Nicht wirklich viele tatsächlich. Also heute stehen wo haben wir es hier? 3 Uhr UK, also 16 Uhr unserer Zeit, stehen Zahlen zu den Housing Star, Entschuldigung, Existing Home Sales an. Also das heißt, die Häuserverkäufe von bestehenden Häusern, die jüngst Momentum aufgenommen haben. Diese Tendenz, die wurde auch in anderen Zahlen, die gestern schon veröffentlicht worden sind, also Housing Starts beispielsweise, wurde das fortgeschrieben. Einer der Hauptgründe dafür, warum das jetzt zunehmen könnte, wäre, dass man hieraus abliest, dass man seitens der Bevölkerung tatsächlich eine höhere Inflation antizipiert, infolge derer Zinsen steigen. Das heißt also, du kommst jetzt derzeit günstiger an Darlehen oder Immobilienfinanzierung in Anführungsstrichen, kommst du dran, als du es eben bekommst, wenn die Inflation beginnt anzuziehen und infolgedessen dann auch der Zins ansteigt. Und das könnte man als so eine Art Inflationshedge vielleicht interpretieren, der sich an realen Zahlen eben von Seiten der Bevölkerung orientiert. Und das ist mit Sicherheit besser als irgendwelche theoretischen Konstrukte, ausgehend von irgendwelchen, irgendwelchen Körben, die man dort im Terrain zieht, um dann entsprechend eben die Verbraucherpreise beispielsweise zu messen, die nicht eventuell, die potenziell überhaupt gar nichts mit dem realen Bild in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft eben zu tun haben, beziehungsweise im Konsumverhalten der Bevölkerung eben tatsächlich. Könnte sein, dass das ein Treiber wäre. Ich würde es nicht überbewerten, weil man da doch ein bisschen zwischen den Zeilen dafür lesen muss. Aber nichtsdestotrotz wäre das im Gesamtkontext vielleicht so ein kleiner Trigger-Moment in Verbindung vielleicht auch mit einem weiteren Überrollen der Zinsen, anziehender Inflationsdruck, Zinsen, die sich eher negativer präsentieren, negativere Realverzinsung, bullischer Treiber für Gold. Das wäre so die These, die dahinter steckt. Silber natürlich auch ein Blick wert. Deswegen Blick wert, weil diese Abwärtstrendlinie hier jetzt gebrochen wurde. Wir hatten sie gestern zum Thema gemacht. Wir hatten ja auch hier das Halten oberhalb dieser 23-30er-Region zum Thema gemacht. Ich hatte nur deswegen keinen Trade formuliert, weil ich einfach rein vom Setup her denke, dass Gold aus der Perspektive technisch attraktiver ist. Aber geht Hand in Hand und eventuell ist Silber sogar jetzt darf.
dabei, auch hier einen signifikanten Break höher über diese 200-Tage-Linie zu initiieren und dann zügig nochmal diese Region hier um die November-Hochs dort um 25 und höher tatsächlich anzulaufen. Ja, trading-technisch könnte man das ähnlich aufsetzen wie jetzt beispielsweise in Gold. Ja, 24, 24, 10, vielleicht knapp unterhalb der 24 mit dem Stop arbeiten, kommst mit relativ kleinem Risiko von etwa 20 Cent in den Trade rein, hast auf der Oberseite ein klar anzuvisierendes Ziel, 200-Tage-Linie, vielleicht darüber hinaus den 25er-Bereich, hast schon ausgehend von diesem kleinen Risiko dann vielleicht ein CAV von 3 zu 1, Pi mal Daumen, und dann schaust du einfach, ob es den Break zurück über diese 200-Tage-Linie gibt, der dann eben weiteres Momentum eben dann freisetzt. Konkretes Trading-Setup habe ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, die Konstellation immer noch so ein bisschen suboptimal eben tatsächlich ist. Wahrscheinlich wird es einfach ähnlich zu dem sein, was wir gerade für Gold skizziert haben. Wahrscheinlich genauso. Sehen wir nochmal einen kurzen Rollover, ein Anlaufen hier dieser 24.10, aber deutliches Halten oberhalb der 24 könnte man als auf die untere Range-Begrenzung des Long positionieren. Mit einem Break höher dann 24.20. Eben ein Average haben hätten wir dann von 24.15, Pi mal Daumen, ja, ungefähr 24.15. Gehen auf der Oberseite auf die 24.60er bzw. 25. 24.60, da sind wir bei 45 Cent Chance gegen an der Stelle ein Risk, ich sag mal, von maximal 15 bis 20 Cent. Haben also da schon einen CAV von deutlich größer 2 zu 1 und würden eigentlich aber darauf gehen, dass wir eine 200-Tage-Linie Rückeroberung zu sehen bekämen. Wobei zu berücksichtigen wäre, und deswegen würde ich gegen die 200-Tage-Linie dann auch schon vielleicht einen Teil jedenfalls rausnehmen, um das Risiko zumindest für den Trade verdient zu haben. Wir sind in der jüngeren Vergangenheit diverse Male hier gescheitert mit der Rückeroberung. Also diverse Male besonders signifikant war das Scheitern hier im November, als wir diesen Inflation-Uptick sahen, der bei Gold ja den kurzen Spritzer in Richtung 8,75 initiiert hat und wo wir dann anschließend abverkauft worden sind, möglicherweise durch eben entsprechende Positionierung im Optionsmarkt und dergleichen. Und das hat dann dazu beigetragen, dass wir dann eben diesen schärfen Rücksetzer gesehen haben. Das ist also hiermit auf jeden Fall gut zu berücksichtigen an der Stelle. Sofern wir allerdings die Rückeroberung sehen, könnte das ein stark bullischer Treiber sein, der uns dann auch recht zügig nochmal signifikant höher treibt. Ich weiß gar nicht, ob die Region hier überhaupt angemessen ist. Ich müsste wahrscheinlich könnte man sogar sagen, das wäre nicht ein Trade, den wir jetzt über 2 Tage aufsetzen, sondern über vielleicht einige Wochen. Aber Zielregion hier um 28,50, vielleicht sogar höher um 30, scheint dann durchaus auch im Bereich des Möglichen zu sein. Korrespondierend wahrscheinlich mit Gold im Lauf in Richtung der 2000er-Region sogar. Das setzt aber, wie gesagt, voraus, dass sich das auch global makroökonomisch entsprechend in die Richtung orientiert. Da müssen wir mal abwarten, was uns die Fed, wie gesagt, nächste Woche eben tatsächlich liefert. So, was ich interessant finde, ist, dass das nicht unbedingt korrespondiert mit, und jetzt ganz kurz Asche auf mein Haupt, ich habe es gestern ganz vergessen. Ich hatte gestern tatsächlich keinen Blick geworfen hier auf den Euro, den ich eigentlich, das hatte ich eigentlich, hatte ich das in der Ankündigung, hatte ich das gesagt, habe dann aber gestern danach festgestellt, nach dem Morning Meeting, dass ich da gar keinen Blick drauf geworfen habe. Darum will ich das jetzt hier ganz kurz nachholen. Wirklich spannend und spektakulär ist es eigentlich nicht. Aber was interessant ist, ist natürlich, dass das Hand in Hand geht mit diesem Break höher in Gold. Was zeigt, dass das ein anderer Treiber ist als US-Dollar-Schwäche, den wir hier zu sehen bekommen. Denn US-Dollar ist alles andere als schwach. Also der hat gestern zwar nach seinem Überrollen hier und dem Fall zurück in diese Range und Fall zurück in Richtung der 1.13er Region, also unter diese potenzielle Long-Trigger-Region, die ich zum Thema gemacht hatte, um 1.13.50, 1.13.70, hatte der eine kleine Gegenbewegung gesehen. Allerdings fällt es eben jetzt hier schwer, wieder deutlicher Momentum auf der Oberseite aufzunehmen. Und das ist ein klar bärisches Signal. Und der Goldschenk, der hatte das bei uns in der Discord-Community auch geschrieben gehabt, dass er hier eine Short-Position hat, infolge nämlich eines anderes gezeichneten Abwärtstrendkanals. Und orientiert sich jetzt als erstes wahrscheinlich, und das hatten wir dann im Morning Meeting vor 2 Tagen, glaube ich, gesagt, an der 1.12er-Region als erstes Zielregion. Grundsätzlich hat sich eigentlich nichts verändert im Hinblick auf den Euro, aber heute Morgen wurde ein ganz klares Signal geliefert, dass man nicht schlecht daran tut, seine Euro-Assets eventuell breiter zu diversifizieren und etwas Nachhaltigeres zu kaufen als den Euro. Was ich damit meine,
Das ist erstmal der Earnings-Kalender hier Netflix, heute nachbörslich. Aber um was es mir hauptsächlich geht, ist das hier. Das lief heute früh über den Ticker. Und zwar PPI, also Producer Price Index, Erzeugerpreise aus Deutschland, 24,2%. Das war der höchste Stand seit 1949, seitdem diese Zahlen erhoben werden. Hat es noch nie gegeben. Ja. Also Erzeugerpreise jenseits von Gut und Böse. Zeitgleich haben wir in diesem Zusammenhang auch einen weiter ganz klar auszumachenden Anstieg natürlich der Verbraucherpreise. CPI in Gelb, das ist der Consumer Price Index. Der Verbraucherpreisindex, also Inflation, so wie wir sie messen, auf 5,3%. Natürlich logischerweise, weil die Erzeuger, die geben die Preissteigerung, die sie im Rohstoffbereich beispielsweise, also was sie höhere Preise bezahlen müssen, um die Rohstoffe zu bekommen, die sie dann verarbeiten, geben die natürlich an den Endverbraucher weiter. Sehen auch weiter massive Aufschläge. Das sind die höchsten Aufschläge auch seit, oh Gott, ja, Anfang der 90er, Mitte, Anfang der 90er, also roundabout hier, ganz offensichtlich, in dieser Grafik. Und das ist jetzt also keine Überraschung eigentlich, denn das können wir erstmal alle selber merken, wenn wir in den Laden gehen und irgendwas einkaufen oder wenn wir selbstständig sind und in diesem Zusammenhang beispielsweise mal Handwerk oder sonst dergleichen tätig sind. Aber was jetzt viel erstaunlicher ist in dieser Konstellation, ist, dass fast zeitgleich, ein Interview von Frau Lagarde hier über den Ticker lief und da sagte sie, sie sieht keinen Grund für sie bzw. die EZB to act in the same way as the US Federal Reserve. Same way as the US Federal Reserve. Inflationsdruck baut sich auf, restriktiver geldpolitischer Kurs, Rückführung der Anleiheaufkäufe, Zinsanhebungen in Aussicht gestellt und dergleichen. Frau Lagarde sieht da keinen Grund. Also, weil die Situation ist doch weiter unter Kontrolle. Ja, die leben halt in einem Elfenbeinturm, um es mal anders zu formulieren. Das heißt also, dieser geldpolitische Wahnsinn, der wird weiter vorangetrieben. Das ist ein Schneeballsystem. Der Euro ist ein jetzt mal sehr plump formuliertes Schneeballsystem. Und offensichtlich erkennt man die Zeichen der Zeit einfach nicht. Oder man erkennt sie, man sieht sich aber außerstande, dagegen etwas zu tun. Denn logischerweise wird ein restriktiver geldpolitischer Kurs für ein Implodieren des europäischen Bankensektors, für ein Implodieren europäischer Volkswirtschaft und dergleichen sorgen. Also deswegen, wir bewegen uns im Grunde genommen hier auf einer abschüssigen Rampe, und keiner hat eine Bremse, in Anführungsstrichen. Und das ist das, was ich eben im Hinblick auf die übergeordnete langfristige Skepsis bezüglich eben des Euros generell immer meine, weswegen ich für den sehr skeptisch bin und bleibe und weswegen auch hier selbst kurze Versuche aus diesem Ausbruch eben wahrscheinlich nicht auf Euro-Stärke, also dieser Bruch über die Abwärtstrendkanalbegrenzung nicht auf Euro-Stärke zurückzuführen ist, sondern stattdessen auf US-Dollar-Schwäche zurückzuführen ist. Den Euro willst du in Anführungsstrichen eigentlich nicht wirklich haben. Also die Skepsis fängt auch an, immer größere Kreise zu ziehen. Und wie gesagt, dann ein solches sich Distanzieren von realen Gegebenheiten, Stichwort Erzeugerpreise, Inflation, das Wohlergehen der Bevölkerung und ein Weitermachen, als wenn nichts gewesen wäre, so tun, als wenn der Pöbel im Grunde genommen blöd ist und es sowieso schon nicht merkt, wenn man ihn auf der Nase rumtanzt, beziehungsweise im Nasenring durch die Manege führt. Das wird früher oder später halt zu Spannungen führen, oder beziehungsweise zu Rissen in dieser Beziehung, zwischen, ich nenne es jetzt mal Establishment und normaler Bevölkerung. Das wird zu Rissen führen, die man früher oder später nicht mehr wird kitten können. Und das Vertrauen in eine Währung ist essentiell, dass diese funktioniert. Und dieses Vertrauen wird durch solche eben Zahlen und gleichzeitig eben ein Kleinreden oder ein Verschweigen dieser offensichtlichen Probleme, die dort auftreten, wird natürlich eher verstärkt, wird vergrößert. Und also das in diesem Zusammenhang der heutigen Kommentare. Wie gesagt, diese Überrollen und der Fall jetzt zurück unter die 1350, 1370 ist eher ein bärisches Signal. Spricht eher dafür, dass wir über kurz oder lang mindestens nochmal einen Test der 1.13er Region sehen, beziehungsweise darunter dann wirklich in Richtung der 1.12er Region überlaufen. Umso erstaunlicher, dass sich Gold trotz dieser Stärke im US-Dollar derzeit oder dieses Wiederaufbegehrens des Greenbacks, so kann man es ja auch bezeichnen, dennoch so stark präsentiert. Auch das ist nochmal ein Zeichen relativer Stärke meiner Einschätzung nach. Und jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Ich schaue mal ganz kurz in die Chatbox, ob eine Frage aufgekommen ist. Okay. Einmal hier schauen. Ganz kurz mal eine Frage. Naja, obwohl hier sieht es gut aus. Ich wollte jetzt gerade fragen, wie denn das Bild ist hier bei Twitch beispielsweise.
Aber das hat mich jetzt so ein bisschen so, wie sagt man, blurry, ist das richtig? Ne? Also dass das so ein bisschen irgendwie verschwimmt, jetzt verschwimmt es wieder. Ist das okay? Und vor allem auch, wie ist es bei YouTube? Gibt es da irgendwelche Differenzen? Das würde mich mal, das wäre mal ganz interessant an der Stelle. Tesla auch unter 1000. Tesla, ja, ich habe gestern gesehen, Tesla hat knapp unterhalb von 1000 geschlossen. Nochmal, ich würde das nicht überbewerten, ehrlich gesagt. Ich finde die Performance immer noch erstaunlich stark, ehrlich gesagt, der Aktie. Also wir haben immer noch eine Konsolidierung auf hohem Niveau, topisch ausgehend von den globalen makroökonomischen Aspekten, die eine Rolle spielen, anziehende Zinsen, Inflation, infolgedessen sich potenziell natürlich eintrübende Aussichten hinsichtlich des Gewinn pro Aktie. Aber ich denke, es ist immer noch massiv unterpreist. Also aktuell, wenn ich das richtig habe, die Wall Street hat einen Estimate. Ich mal kurz gucken, vielleicht hat die den, vielleicht wird das hier sogar abgebildet. Mal kurz. Tesla, Moment, Tesla, Nasdaq, Earnings. Vielleicht haben wir hier tatsächlich sogar schon eine Schätzung. Gewinn die Aktie für das Quartal. September, Prognose, Dezember. Das spiegelt es eigentlich schon perfekt wider, ehrlich gesagt. Also hier EPS-Prognose sehen wir, liegt aktuell bis Dezember 2022. EPS, also Gewinn pro Aktie, liegt im Hoch bei 7,73 $. Das ist eine optimistische Schätzung. Konsensprognose, also das ist die sogenannte Full-Year-EPS-Guidance, ne? 6,68 $, 9,12 $. Ende 2024 dann bei 12,31 $. Also man sieht hier, man hat offensichtlich eine Erwartungshaltung, kontinuierlich weiteres starkes Wachstum, das Gewinn pro Aktie. Das ist das, was ich schilderte, im Hinblick auf eben den Marktanteil, den Elektromobilität zunehmend bekommen wird bis zum Jahr 2025. Und Tesla hat eben ausgehend von diversen Aspekten einen massiven Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Also sprich, wir haben einmal die Batterieinnovation, wir haben die Produktionsstätten-Innovation, Stichwort Gigafactories und dergleichen, wir haben die Software-Innovation. Und aus diesen rein fundamentalen Aspekten ist ein sogenanntes PEG, also Price-Earnings-Growth-Ratio. Das ist dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Wachstums-Gewinn-Verhältnis, das habe ich jetzt richtig rum ausgesprochen, also PEG, Price-Earnings-Growth-Ratio, haben sie eben eins von ungefähr eins bei einem EPS-Wachstum, was eben antizipiert wird von 50% pro Jahr, also was auch hier unterpreist ist, ehrlich gesprochen, und dann zeitgleich eine Wachstumsprognose grundsätzlich von 50% innerhalb dieses Marktes, also Forward Growth Rate. Und wir haben aus dieser Perspektive eventuell sogar eine Unterpreisung der aktuellen, also aktuell ist eventuell Tesla sogar auf diesen Gefilden unterbewertet. Und wenn ich sage, dass die Analysten jetzt der Wall Street hier derzeit überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben, was da für ein in Anführungsstrichen Crushing Earnings Release kommen kann. Sobald sich hier herauskristallisiert, dass die Full Year Guidance deutlich oberhalb dessen liegt, was die Street erwartet, aktuell, ich sag mal jetzt über den Daumen gepeilt, ungefähr $9. Und dann plötzlich hier sich herauskristallisiert mit den Earnings, dass wir da bei 12, $13 vielleicht sogar liegen, ja, dann hast du einfach mal einen massiv bullischen Katalysator, der sich da freisetzen könnte und wo wir dann auch erkennen können, wo dann plötzlich dieser Pop-Moment herkommt. Ich hatte ja gesagt, wir müssen mal abwarten, wo wir schließen vor den Earnings. Deswegen ist das ganz spannend aktuell. Wenn wir leicht oberhalb von 1100 US-Dollar eben schließen würden. Nächste Woche Mittwoch stehen die Earnings nach der Fed dann allerdings an. Das ist ganz wichtig. Wenn das gelingt, dann könnte das für die Folgetage, also in den Monatsschluss hinein, Anfang Februar dazu beitragen, dass Tesla nochmal die Allzeithochs in Augenschein nimmt und in diesem Zusammenhang dann neue Allzeithochs markiert, sofern diese Earnings dann derart stark veröffentlicht werden. Schließen wir unterhalb, so wie sich das jetzt derzeit darstellt, wobei
Jetzt haben wir unterhalb von 1000 geschlossen. Ich hatte jetzt gerade in der Vorbörse gesehen, vielleicht hat sich das mittlerweile wieder verändert, aber wir können mal kurz einen Blick werfen hier. Tesla in der Vorbörse. Ja, also wir sind leicht wieder oberhalb von 1100. Das ist natürlich jetzt sehr dünn, nicht aussagekräftig. Mal gucken, ob es gelingt, die 1120 zurückzuerobern. Vielleicht, wenn sich heute der Markt ein bisschen erholend darstellt, dieses eher bullische Szenario, was ich für Nasdaq und Co. skizziert habe, besonders der Nasdaq, die 15.000 verteidigen kann, Bounce vielleicht sieht, dann gibt es vielleicht nochmal einen Rücksetzer in Richtung 1050. Wie gesagt, schauen wir mal. Aber alles in allem, wie gesagt, bin ich hier weiter eigentlich positiver, habe ich einen positiven Ausblick, auch im Hinblick auf die Earnings. Und ich weiß auch, das ist das Nächste, ich weiß ja auch, wann ich falsch bin. Wir haben eine ganz klare, saubere Aufwärtstrendlinie, die sich hier herauskristallisiert. Wird die gebrochen? Also das heißt, schließen wir dann unterhalb von 79, beziehungsweise allerspätestens eigentlich, schließen wir unterhalb von 900 Dollar. Dann musst du eigentlich eine Reevaluierung vornehmen. Also da musst du dir schon Gedanken machen, ob jetzt da nicht eventuell eine breitere, volatilere Korrektur darstellt. Denn du kannst noch so einen starken Wachstumsausblick haben, wenn das übergeordnete Bild in Anführungsstrichen nicht mitspielt. Also das heißt, global makroökonomisch sich das Bild eintrübt. Da musst du dir schon Gedanken machen, ob diese These, ob die noch gerechtfertigt ist an der Stelle. Aber nochmal, bis jetzt, auch wenn es ein bisschen turbulenter ist und viele Emotionen auch reinkommen und dergleichen, ich habe keinen Grund davon auszugehen, ausgehend von der jüngsten Volatilität, dass sich das schon widerlegen wird derzeit und dass dann infolgedessen auch so ein starker Wachstumsziel wie Tesla eben hier dieses bullische Momentum freisetzt. Wie gesagt, ich bin hochgespannt. Also ich freue mich riesig auf nächste Woche. In einer Woche haben wir ein Morning Meeting, dann am 27. Wir wissen dann, die haben die Earnings, wir sehen die nachbörsliche Reaktion, wir haben die Fed danach. Also wir haben nächste Woche Donnerstag ein potenzielles Feuerwerksevent mit diversen sehr, sehr interessanten Aspekten. Schauen wir einfach mal. Ja, genau. Schauen wir einfach mal. Und das wäre es soweit tatsächlich jetzt auch erstmal meinerseits gewesen. Hab tatsächlich nicht mehr so viel jetzt hier. Hoffe an der Stelle, dass das jetzt nicht zu dramatisch schlecht war mit dem Stream. Wie gesagt, alle die, die sich die Aufzeichnung anschauen, die wissen gar nicht, wovon ich rede, weil die wird nämlich extern aufgezeichnet, die Aufzeichnung. Also, ne? Und demnach auch entsprechend hochgeladen. Ja, soweit. Soweit meinerseits. Dann hoffe ich, dass ich alle Fragen beantwortet habe. Wie gesagt, heute nachbörslich Netflix wird spannend. Gucken wir morgen auf jeden Fall drauf. Eventuell gibt es auch ein mögliches Setup, was wir formulieren können. Dann ausgehend eben von den Earnings. Gestern habe ich mich ein bisschen geärgert, ehrlich gesagt. Ich hatte in der Discord-Community, übrigens, Ehre, wem Ehre gebührt, Verzeihung. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich hatte es nämlich versprochen gehabt. Und zwar hier ist die Discord-Community. Ihr seht, es ist auch ein bisschen lustiger hier. Ja, und zwar hier erstmal der Breakout in Gold von Mad Motor Investing an der Stelle und hier der Andreas und ich, wir hatten eigentlich ein bullisches Bild für den Tech-Bereich skizziert gehabt und der Mad Motor Investing sagte, naja, so liebe Freunde, vorbereiten auf Nasdaq Short, WIX steigt wieder an, hat da geschrieben, man könnte das sehen, 16:18 Uhr, 16:18 Uhr, wir nehmen den mal hier, nehmen wir mal die Qs an der Stelle, weil ich die jetzt gerade parat habe, 18 wollen wir auch haben. So, das war hier. Da hat er diesen Tweet abgesetzt. Also, das war, wie gesagt, erste Sahne. Ja, das sind in dem Fall, das sind hier nur 6 Punkte. In dem Fall, aber 6 Punkte in den Qs bedeuten an der Stelle fast 2% Abschläge, die wir zu sehen bekommen. Innerhalb weniger Minuten. Also, das sind hier von 6:18 bis da innerhalb von ungefähr einer Stunde. Pi mal Daumen. Ich glaube, das alleine ist schon Grund genug, sich, wie gesagt, mal hier einfach mal vorbeizuschauen. Und ich mache mal eben hier einmal einen Link. Den muss ich jetzt mal wieder neu kreieren. Neuer Link, kopieren. So, stellen ihn einmal hier ein. Und Discord. Vorbörslich auf Tesla schauen. Tore, ja, das kann ich machen, aber so wirklich aussagekräftig ist das, was wir jetzt zu sehen bekommen, jedenfalls noch nicht. Also müssen wahrscheinlich erstmal so bis 14 Uhr warten, würde ich sagen, dass wir da eine bessere Einschätzung bekommen. Also wenn du das Intraday betrachtet haben willst, ich habe jetzt ja gerade ein Makrobild gegeben, ne? Und das Makrobild meinerseits, wie gesagt, das ist erstmal, ich gehe auf jeden Fall in die Earnings. Ich nehme meine Position auf jeden Fall mit in die Earnings und dann schaue ich einfach von dort. Aktuell in der Vorbörse, was wir hier schon erkennen können, das ist jetzt der volumengewichtete Durchschnittspreis. Den haben wir ungefähr um 1015 Pi mal Daumen. Wenn der erobert werden kann, wäre das schon mal ein leicht positives Signal nach den Abschlägen gestern in den Schluss hinein. Das wäre ein positives Signal. Ich würde gerne sehen wollen, dass wir vielleicht auch hier die 1030 rausnehmen. Oberhalb uns stabilisieren können.
Und wie gesagt, das könnte dann in einem übergeordneten Bild, besonders wenn sich eben dann der Tech-Bereich ein bisschen versöhnlich präsentiert, wenn es hier können wir sehen, das sind die Qs, wenn die Qs in dem Zusammenhang, also der ETF in dem Fall auf den Nasdaq 100 es schafft, sich oberhalb wieder von 3,70 zu stabilisieren, dann könnte das vielleicht sogar korrespondieren mit einem Bounce, der uns in Richtung der 1050 zurückführt in Tesla. Das blieb aber erstmal abzuwarten. Wie gesagt, erstmal erster Zwischenschritt 1015. Gucken wir mal, wie da die Verbörse reinkommt. Gelingt es nach der 1015, sofern bullisch, die 1030 rauszunehmen, dann könnte das Richtung 1050 sich aufmachen. Das setzt aber voraus, dass das übergeordnete Bild mitspielt. Also aktuell sind die grundsätzlich fundamentalen Vorgaben für Tesla sicherlich bullisch, aber dann auf der Kehrseite eben abhängig vom übergeordneten Bild. Und da sollte man auch nicht unterschätzen. Das ist dann wiederum was, das spielt eben bei Tesla auch eine ganz gewichtige Rolle. Stichwort ARK Innovation ETF zum Beispiel von Katie Wood. Die hat einfach eine Riesenposition zum Beispiel in Tesla. Und jetzt stell dir mal vor, du hast einfach dein gesamtes Portfolio, welches einfach einen Meltdown sieht. Wachstumstitel, die größtenteils, also Growth eben Titel, die da eine Rolle spielen. Tesla ist ja im Grunde genommen der einzige Performer. Und jetzt musst du entsprechend eben auch die Kapitalabflüsse aus deinem Fonds zum Beispiel bedienen und entsprechend eben auch deine Exposure dann entsprechend anpassen. Und in diesem Zusammenhang bist du dann auch nicht in der Lage, diese Position zu halten oder wieder aufzubauen in Tesla, sondern stattdessen eben muss auch hier Titel eben aus diesem gut laufenden Umfeld eben geben. Und so spielen eben diese Gegebenheiten aktuell eben entsprechend zusammen. Aber nochmal, also ich mache mir Status quo definitiv noch keine Sorgen. Und unterm Strich, wie gesagt, ich weiß, wann ich falsch bin, das wäre bei einem Drop unter die 900 übergeordnet, längerfristig. Ich bin allerdings sehr, sehr guter Dinge, dass das eher ein sehr, sehr bärisches Szenario ist und dass die Aktie dann eher ausgehend von den sich jetzt abzeichnenden sehr, sehr guten Zahlen und auch den darauf folgenden in den nächsten Quartalen sehr starken Zahlen eher in Richtung nochmal Allzeithochs orientieren dürfte. Aber wie gesagt, der Markt gibt den Takt vor. Wir folgen, wir bedanken uns ganz nett, wenn er uns ein paar Brotkrumen überlässt und wenn nicht, dann suchen wir uns einfach bessere Plays, bessere Spiele einfach. Und ja, also soweit meinerseits. Wir hören uns morgen wieder. 10:30 Uhr zum Morning Meeting, zum Wochenschluss am Freitag. Wie gesagt, verzeiht bitte die leicht hakelige Vorstellung im Livestream. Ich werd mal schauen. Wie gesagt, vielleicht einfach mal den Router resetten oder so. Vielleicht ist es damit getan. Ich wage es zu bezweifeln, weil, wie gesagt, die Internetverbindung als solche eigentlich ganz gut funktioniert. Zumindest der Upload. Naja, also, happy trading. Passt auf die Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Wie gesagt, schaut gerne auch dort in der Discord-Community vorbei, falls ihr weitere Fragen haben solltet. Lasst einen Kommentar gerne auch unterhalb dieses Videos. Teilt das Video gerne und morgen 10:30 Uhr hören wir uns wieder. Also, happy trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann.